Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Metal Gear. Okay, dann wollen wir doch mal weiterschauen, was hier so geht. Oha. Hier spricht der Anführer des Widerstands Schneider. Hier fängt der Gasraum an. Ende. Oh, danke für die Warnung. Das ist eigentlich ziemlich freundlich von Ihnen. Von ihm. Dass mich endlich mal einer vorher warnt. Ey, Achtung, da ist Gas. Das macht ja sonst nie einer. Danke. Das ist doch mal simpel gehalten, hä? Er sagt einfach Danke. So, jetzt sagt er wahrscheinlich nochmal dasselbe. So. Dann gehe ich mal einfach davon aus, dass er das hier meint, diese Tür. Von daher direkt die Gasmaske auf. Ah, Dankeschön. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß noch... Ich habe mir jetzt keine Karten aufgezeichnet oder so. Aber es gibt auf jeden Fall hier wieder ein paar Stellen. Ah, seht ihr? Ich lag richtig. Tada! Komme ich hier rein? Moment. Ich glaube, das war Karte 1 sogar. Ja, genau, das war richtig gemein. Auf einmal die Karte 1 raussuchen. Ja, Klasse 4 und das ist die maximale Klasse, das heißt, wir haben maximales Leben, maximale Rationen und Munitionanzahl. Danke, dass du mir geholfen hast. Die einzige Möglichkeit rauszukommen aus diesem Stockwerk ist, den Nordfahrstuhl zu finden. Ah, okay. Danke für den Hinweis. Wow, ich rausche ja richtig durch das Spiel, ey. Wenn ich daran denke, wie lange ich damals wirklich gebraucht habe, das ist erstmal gespielt. Warte mal, welche Karte brauche ich hier nochmal? Ich probiere mal die Nummer 5. Ja. So, kleiner Tipp. Man denkt jetzt, oh, Dr. Drago Petrovic Matna. Nicht hingehen. Vertraut mir. Wenn ihr dorthin geht, wird er euch sagen, dass er ein Doppelgänger ist und dass ihr verarscht wurdet. Und dann öffnet sich der Boden unter ihm. Und es ist fast unmöglich, schnell genug da wegzukommen, so dass man dann automatisch dort stirbt. Richtig scheiße. Das heißt, lasst ihn dort verrotten, lasst diesen Typen, der so tut, als wäre er Dr. Drago Petrovic Natna, einfach für immer dort verrotten, den Ficker. Weil er scheiße ist. Richtig scheiße. Und damit haben wir jetzt auch schon Karte Nummer 6. Ja, wir sehen schon, die Karten füllen und füllen sich einfach. Und ich glaube, jetzt kommt wieder der Gasraum. Ja. Gehen wir mal weiter. Hier haben wir eine Tür. Ich glaube, da sind Rationen drin. Oh, nicht nur das. Die Munition ist eigentlich auch ziemlich sexy. Die kenne ich auch ganz gerne. Boah, Gott, ist das... Ich hasse das eigentlich, ehrlich gesagt. Den Plastiksprengstoff nehme ich auch gerne. Und ich kann ja mal gucken, ob sich das auffüllt. Wahrscheinlich schon. Ah, oh, ist das gemein. Es füllt sich auf, aber es ist gleichzeitig dieser nervenaufreibende Raum. Ja. Aber ich kann es gerade gut gebrauchen. Vor allem muss ich mal wieder alles auffüllen. Gerade jetzt, da ich den absoluten höchsten Rang habe und damit so viel tragen kann, wie maximal möglich ist in diesem Spiel. Zumindest auf legale Art und Weise. Ohne Cheats oder sowas. Wie sieht's mit der Muni aus? Oh, es dauert ewig, wenn ich die ganze Zeit so diese Munition sammle. Voll nervtötend, ehrlich gesagt. Gut, davon kann ich schon mal nicht mehr tragen. Sieht mit Rationen aus. Oh, da fehlen mir noch zwei. Ach komm, der Rationen wegen mache ich jetzt nochmal zwei Runden. So. Da bleibt immer das Herz so dezent stehen. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall 12 Rationen. Die Munition ist eigentlich auch überall ziemlich hoch. Nicht voll, aber hoch. Sollte ich mich mit zufrieden geben. So. Oh, ich habe die Gasmaske noch auf. Gott sei Dank. Ich habe gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Dann gehen wir hier links und dann in dieser Tür, die da noch war. So, und schnell durch. Oh! Ich bin der Fire Trooper. Ich werde dich knusprig brennen. Und der Kerl ist auch einfach nur so süß einfach. Das ist wirklich ein Knaller. Pass auf.
Oh, er trifft mich, wie süß. So, warte. Geil, oder? Ich weiß, diese Bosse in diesem Spiel sind einfach der Knaller. Ich sag euch aber mal Folgendes. Das ist wirklich fast schon wie eine Art Aufwärmen. Wenn man das nämlich vergleicht mit den Bossen, die mich im nächsten Game, also Metal Gear 2, Solid Snake erwarten. Oh, ihr macht euch keine Vorstellung. Da sind die hier wirklich lampfromm und easygoing. Und auch einiges, alles eigentlich ist am zweiten Teil besser. Aber der erste Teil war halt die Grundidee. Da wurde dieser Kern gelegt. Zum ersten Mal wurde das probiert und verdammt gut auch gemacht. Dafür, dass es das erste Spiel der Reihe war, wow. Verdammt viele Ideen, die man auch in den späteren Teilen wiederfindet, alle schon vorhanden. So. Jetzt gehen wir aber in den zweiten Stock. Und dank des Fahrstuhls haben wir auch wieder unseren Safe State gesichert, wie man jetzt sagen könnte. Oh. Eigentlich löse ich hier immer einen Alarm aus früher. Sollte ich mir mal merken, dass man hier links einfach gechillt lang gehen kann. Gut, jetzt muss ich erstmal. Genau, ich wollte jetzt eigentlich rechts lang. So. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier gefahrlos runtergehen kann, ohne dass er mich sieht. Ah, Mist. Das Problem ist, ich kann den Alarm jetzt hier gar nicht beenden an der Stelle, weil dort unten Rechtstypen sind, an die ich gar nicht rankomme. Moment mal, welche Karte brauche ich? Ah, Karte 6, perfekt. Warte mal, ich nehme am besten jetzt die Ration und die Schutzweste direkt anziehen. Und wie ich hier wieder die Munition verballern, ne? So. Jetzt haben wir das Gegengift gefunden. Praktisch. Dann geht's nach links. Wow. Knappe Kiste. So. Du Arsch hast mich vorhin auffliegen lassen, deswegen gehst du auf die Fresse. Ich glaube, das war hier Tür 1, genau. Wow. Oh. Stimmt. Das hier sind so ganz seltsame. Man könnte sagen, es sind Bossgegner. Sie brauchen einfach nur eine spezielle Waffe, die ich noch nicht habe. So. Okay, was mache ich jetzt? Genau, jetzt erstmal die rechte Tür entlang. So, komm her. Hey, eine Ration. Das war natürlich jetzt echt saugutes Timing, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. Dann diese Tür war Karte Nummer 3. Ein weiterer Gefangener. Yeah. Danke für deine Hilfe. Du solltest Jennifer vom Widerstand auf der Frequenz 12048 erreichen können. Jennifer wird dich mit direkter Unterstützung versorgen. Aber sie ist sehr stolz. Wenn du nicht wirklich erstklassig bist, dann wird sie dir nicht antworten. Das ist eine Anspielung darauf, dass ich den höchsten Rang erreicht haben muss, um mit Jennifer reden zu können. Und passt auf, hier kommt jetzt der Knaller. Wenn ich nicht bis jetzt alle Geiseln befreit habe, kann Jennifer mir nicht helfen. Und dann kommt man später im Spiel nicht weiter, denn man braucht sie. Außerdem kann man, nur so als Info, man kann die Geiseln sogar erschießen. Das geht wirklich. Und dann sinkt der Rang. Und wenn man das macht, kannst du das Spiel nicht durchspielen. Witzig, ne? Das Spiel ist da echt knallhart und gibt einem da keine Chance mehr oder so. Dann kannst du das Spiel von vorne anfangen oder einen Spielstand laden, wenn du noch einen hast. Falls du einen hast. Das haben die wenigsten ja gerade bei so alten Spielen. So, dann gehen wir mal raus. Rufen nochmal die gute Jennifer on. Auf der 12048. Hier spricht Solid Snake. Bitte komm. Hier ist Jennifer. Ich werde den Raketenwerfer für dich vorbereiten. Komm und hol ihn dir. Ende. Den Raketenwerfer? Oh, Baby, sie spricht meine Sprache. Wow, wieso wird er das denn mitbekommen? Hat er sich genau in dem Moment gedreht? Naja, spielt auch keine Rolle. Karte 6? Ja. Wow, 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 was? Alter, hallo, wie viele noch? Alter Schwede. So, direkt mal die Ration schlucken. Das war recht ein bisschen krass. Und da haben wir auch schon unseren guten Raketenwerfer. Und ich glaube, ich kann hier rein, raus, wie ich will. Ja. Ich komme dadurch leider nicht an mehr Munition. Schon mal die Karte 5 für die Tür gleich links. Ah, Munition. Gutes Timing. Mal gucken, vielleicht hat der ja auch gleich Munition für mich. Ich liebe diese Melodie einfach, ich bin sie so gewohnt schon. Tja, das
Problem ist jetzt, ich könnte jetzt diese Typen platt machen mit dem tollen Raketenwerfer, aber da fehlt mir die Munition, ne? Da fehlt mir ein wenig die Munition und wo komme ich jetzt hier auf dem Stockwerk an Munition ran? Ich glaube hier... Nein. Okay, Karte 2. Wow. Wow. Gehen wir hier einfach mal lang. Vielleicht komme ich ja... Ne. Das hilft mir schon mal gar nicht weiter. Das noch weniger. Scheiße. Tja, ein Raum mit Munition wäre jetzt echt praktisch, ne? Oh Gott. Bevor der mich gleich killt. Ach, dafür glaube ich, brauche ich die nächste Karte. Da kann ich noch gar nicht weiter. Okay, probieren wir es mal hier. Okay, hier komme ich sogar wirklich weiter. Oh, dieser scheiß Alarm. So, den muss ich erstmal loswerden. Der nervt mich gerade tierisch. War hier Munition? Okay, einen haben wir noch. Ich kann ja mal die Maschinenpistole nutzen. Übrigens schießt die so. Passt auf. Wenn ich gedrückt halte. Seltsam, oder? Wow, 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 wow. Ich hätte echt mal lieber... So. Irgendwo muss es doch auf dem Stockwerk verdammt nochmal Munition geben. Das kann nicht so schwer sein. Oh, und ich habe erstmal schön laute Rationen verballert aus. Ja, Munition. Da ist unsere gute Munition. Okay, dann wollen wir noch den Raketenwerfer erstmal voll machen. Weil ich brauche so viele ich finden kann. Oh. Und die sind jedes Mal wieder drin. Raketenwerfer ist immer noch nicht voll. Okay, und die Pistole ist wahrscheinlich immer noch nicht voll, deswegen kann ich noch mehr sammeln. Machen wir das einfach mal. Ja, dadurch habe ich jetzt zwar wieder einiges an Leben verloren. Ah, ich hätte eigentlich die Schutzweste anziehen sollen. Ich vergesse das immer wieder. Sicherheitshalber. Ja, noch mehr Munition. Sehr nett. Eigentlich ist die Maschinenpistole gar nicht so schlecht, ne? Seht ihr, durch diese Streuung muss ich ihn nicht ganz genau anvisieren. Stimmt, dadurch kann ich auch ein bisschen um die Ecken schießen. Das habe ich gar nicht bisher bedacht. Eigentlich ist das auch cool. Haha. So, und jetzt wieder ganz schnell weg hier. Wow. Knapp. So. Man hat diesen Raketenwerfer und der... Oh, der war noch nicht mal ganz voll. Und nur mit dieser Waffe kann man diese Typen platt machen. Und dazu muss man jetzt am besten diese Taktik anwenden. Das Problem ist, ihr seht, ich muss ganz weit nach unten, um ihn treffen zu können, wirklich. Aber das geht ja doch relativ fix dann. Ich weiß nicht mehr, wie viele die vertragen. Ich glaube 5 Stück. Nee, nur 4. Aber der hier oben ist am geilsten. Pass auf. Er trifft mich nicht. Aber ich treffe ihn. Was es natürlich ein bisschen sehr lächerlich einfach macht. So. Karte Nummer 7. Und jetzt tauchen die beiden Typen auch nicht mehr auf und nerven auch nicht mehr. Was auch ziemlich angenehm ist. Was soll ich jetzt tun? So. Gehen wir einfach mal... Genau, stimmt. Jetzt muss ich wieder hier hoch, wo ich vorhin schon war. Aber ein bisschen verkackt habe. Ich glaube, hier haben die mich direkt entdeckt. Oder hier? Warte mal. Genau. Ah, mit dem Pappkarton kann ich das schaffen. Geht doch. Okay, und was muss ich jetzt nochmal machen? Ich hatte hier meine Notizen. Stimmt. Ich muss hier Jennifer anrufen. Fragt mich nicht, woher man das wissen soll. Das finde ich echt ein bisschen strange. Hier ist Jennifer. Ich werde die Tür öffnen. Ende. Woher zum Teufel soll man das wissen? Ah, kann sein, dass man die anderen, wenn man die anderen anruft, dass die einem sagen, so, frag mal Jennifer, was man hier machen soll. Ich möchte den erstmal loswerden. Ich will nicht, dass er aus Versehen einen Alarm macht. Gut. So. Und dadurch finden wir jetzt den Kompass. Sehr, sehr praktisch. Was heißt sehr, sehr praktisch? Wir brauchen ihn noch. Okay. So. Den haben wir auch erledigt.
Dann wieder nach links. Schön weit unten sein, so kann der mich. So entdeckt er mich nicht. Wieder da nach unten. Dann links unten entlang. Diesmal schon mit der Karte 1. Wo, warte, hier war ich doch schon mal. Genau. Nee, ich bin richtig. Dann muss ich hier die Mitte entlang. Ah, Mist! Und ich kann den Alarm gerade nicht loswerden. Brauche ich gerade auch gar nicht. Ich kann hier einfach mal rein. Keiner verfolgt mich? Perfekt. Und ich glaube, den Kerl, den kennt ihr doch jetzt, ne? Diesmal ist es auch kein Fake-Mann, es ist der wahre. Ich bin Dr. Drago Petrovic Matnar. Meine Tochter Ellen ist eine Geisel. Solange Ellen nicht geholfen wird, sag ich Ihnen gar nichts über Metal Gear. Ellen wird im Keller vom Gebäude 1 gefangen gehalten. Bitte helfen Sie ihr. Oh. Also darf ich erst noch seine verfluchte Tochter befreien und dann sagt er mir endlich, was ich wissen will. Cool, ne? Also wieder raus. Moment. Ne, ist alles richtig. Und ich sollte unbedingt eine Ration nehmen, sonst gehe ich gleich drauf. Oh, wie das nervt, ne? Diese Mucke auf Dauer. Ich glaube, hier war Karte 1. Und hier brauchte ich dann... Ach so, ah, da steht's ja. Karte Nummer 5. Komm, hier jetzt mal wieder Gegner. Ja, der Alarm ist vorbei. Das hat auch lange noch gedauert, ey. Puh. So. Danke, dass du mich gerettet hast, Mann. Du wirst einen Kompass brauchen, wenn du die Wüste durchqueren willst. Ja, weiß ich schon. Und ich hab's sogar, den Kompass. Gut, ne? Ja. Geht das direkt wieder los hier? Oh, sehr cool. Yeah, bin ich müde. Tja. Und guckt, seine Schlafzeichen waren länger da als er selber. Aber nun gut, so. Aber bin ich jetzt überhaupt richtig? Ich glaube doch. Ja, ich bin richtig. Und jetzt müssen wir in einen Fahrstuhl rein. Oh Gott, der mit diesem Ding bewacht wird. Sehr unangenehm. Aber das machen wir dann wohl besser gemeinsam beim nächsten Mal, wenn es mal wieder heißt Let's Play Metal Gear. Mein Name ist Alex. Bis dann.